Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. Und wir verlieren vielleicht gleich den ersten Charakter. Schauen wir mal. Hey, Aaron. Hey, Hilfe! Bitte keine Quicktimes. Ich kann nicht sehen. Ja, muss die Augen aufmachen, Aaron. Leute? Leute, bitte! Aaron? Sachlich. Holt mich hier raus! Ich kann nicht sehen! Die Tür klemmt! Brecht sie auf! Sie rührt sich nicht! Ja, das nicht. Oh! Ungeduldig, ich brauche meinen Inhalator, verzweifelt. Ungeduldig. Ich brauche meinen Inhalator. Mach! Ich! Schnell! Tali, wo ist Ihr Zimmer? Neben Mann, den langen Flur da runter. Aaron, ich hol ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Alter, ich glaube, die stirbt. Komm schon, holt mich hier raus. Aaron, bleib ganz ruhig, okay? Für die Atmung. Eins, zwei. 3, 1, 2, 3, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Oh, Leute, shit, dude. Ich krieg. Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Ach, scheiße, Leute. Wer ist da? Oh shit. Hallo, Mr. Killer. Lauf! Weiß ich nicht. Nee, Moment, geht ja gar nicht. Hilfe! Hilfe! Oh fuck. Verängstigt. Ich. Leute, hier ist jemand. Bei mir. Oh Gott. Oh shit, ich glaube, das war nicht gut. Überängstlich, oh nein! Scheiße, sie ist schüchtern, liebenswürdig, diplomatisch, neugierig. Da hinten ist noch unsicher. Und wo kommt denn wissbegierig? Und wo ist das überängstlich? Ach, keine Ahnung. Aber damit ist sie ja das perfekte Opfer. Alter, der hat ihren Inhalator. Stich den Typen. Nehmen. Ja, das war eine Fehlentscheidung. Oh, ich bin so doof, ne? Oh shit. Das war so doof. Oh. Das war nur eine Locke. Scheiße, jetzt gibt's das Messer richtig rein, oder? Alter! Moment. Hä? Aaron hat ihren Inhalator benutzt, als sie wegen des Staubs nicht atmen konnte. Aaron hat den Inhalator von dem maskierten Mann genommen. Der hat das ja durch die Wände gesehen. Wieso ist denn hier die Maus schon wieder da drüben? Verdammte Scheiße, geh weg da. Falls ihr ein Miauen hört, ist meine Katze, die schon wieder nicht verstanden hat, dass sie schon Abendessen gekriegt hat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Aaron hat den Inhalator von dem maskierten Mann genommen. Hä, war das jetzt gut? Weil, also, ja, hätte sie ihn angegriffen, hätte er sich vielleicht verteilt. Ich weiß es nicht, Leute. Geht der jetzt? Haben wir jetzt wirklich? Nein, das glaube ich doch. Ja, benutze ihn! Ach so. Okay. Ganz ruhig. Jetzt kommt er mit dem Messer nochmal. Und aus. Nee, er hat nur eine Locke genommen. Alter, Kurs aktualisiert. Aaron hat im Stromausfallraum den Inhalator benutzt. Hä? Ich bin völlig irritiert, Leute. Guck mal hier, Bilder. Das ist jetzt, aber das ist wirklich Glück. Ich muss es jetzt wirklich sagen, das war die, genau die Szene. Und der hätte uns jetzt erstechen können. Hat aber nicht getan. Hey. Alles okay. Alles gut. Habt ihr ihn gesehen? Komm. Er war... Hier war jemand drin. Hier drin bei mir. Ja, und er hat dich verschont. Also reden wir nicht drüber. Das ist eine Puppe.
Nein, es war keine Puppe. Er hat den Hut auf wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nicht. Es ist nichts passiert, Aaron. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle. Bringen wir Aaron zum Ausruhen in ihr Zimmer. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm. Auch immer dieses, alle nehmen das nicht ernst. Die hat doch einen Inhalator plötzlich in der Hand. Oder hat die den jetzt plötzlich nicht mehr? Keine Ahnung. Zeig den Leuten doch mal, dass du plötzlich deinen Inhalator hast. Wo kam denn der jetzt her? Aaron. Obwohl, dann würden sie auch noch einreden. Den hat sie sich gerade selber gegeben. Da ging ja eine Wand auf. Hat sie ja gesehen im Dunkeln. Bonusinhalt. Oh mein Gott, wir sind beim Kurator. Ach, Kuratorchen, mein Lieber. Wurde aber auch mal Zeit. Da sind sie ja. Ja, da bin ich. Hallo. Aaron erweist sich als besonders mutig. Meinen Sie nicht? Nee, die Entscheidungen waren alle ängstlich, die ich getroffen habe. Wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumont? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Das Schwein. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch viele Herausforderungen. Ich beobachte nur. Und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Also ich dachte eigentlich, die hätte ich schon getroffen, aber die leben ja alle immer noch. Verdammte Scheiße. Jetzt kommt wieder Baukastenprinzip. Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu. Aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ja, weil Aaron ja auch eine halluzinierende Spinnerin ist, die mit uns übrigens jetzt gerade in diesem Raum ist. Und der will kein Wort glauben, wenn sie sagt, jemand Fremdes war mit ihr im Raum. Ich habe ihn gesehen. Ja, ja, Aaron. Im Dunkeln? Genau. Meinst du, ich denke mir das aus? Alter. Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, ja, verpiss dich, Charlie. Und er tritt von der Bühne, unser Abgang. Ach so sicherer Anführer. Was war das? Und er hat sich den Fuß gebrochen. Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Och. Sorry, mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, da war jemand, dann glaube ich ihr. Ich auch. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur eine Puppe. Nein. Du denkst, ich lüge? Ja. Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen genau, hast. Genau, wenn man das ja nicht und weiß. Und ob ich das weiß? Deine Haarsträhne, Mäuschen. Er hat dir ein Stück von deiner Haarsträhne abgeschnitten. Aber gut, es war dunkel, das hast du vielleicht nicht alles gemerkt. Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Oh. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde die Matt suchen und dann alles aufklären. Mhm. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du, du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Auch hier, Leute. Dieser ganze Dialog ergibt keinen Sinn, weil... wir mit Jamie gesehen haben, wie er mit dem Boot, mit dem Kind abgehauen ist. Und das wird hier nie wieder anscheinend aufgegriffen. Keine Ahnung, wenn nicht Jamie, das, die da gerade im Hintergrund steht, jetzt das noch sagt. Aber das war ja schon ein Thema und es wurde am Abendessen einfach so runtergeputzt, dass man weiterhin diese Storyline verfolgen kann, dass Dumont noch auftaucht oder irgendwo ist oder wir müssen den ja irgendwie erreichen oder whatever. Das ist doch scheiß Storytelling. Das ist doch nicht kompakt. Das ist doch Quatsch. Ein Charakter hat das gesehen. Und einfach wir lösen die Situation, indem wir einfach sagen, ja, die hat sich bestimmt geirrt. So, wir suchen jetzt mal den Dumont. Bravo, Charles. Lächerlich. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Ja. Dumont ist weg. Das habe ich gesehen. Danke! Vielleicht ist er wieder da. Halt dein Maul! Du wirst dich umbringen, nur einmal positiv zu denken. Oh Gott.
Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Was? Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Warte. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Versprochen. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry, Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Das sagen sie wir alle. Kommen zurück. Und dann sind sie tot. Mark, bleib hier. Ja, aber die Tür schließen. Junge! Sorry, ich... Oh Gott. Dreh noch durch. Oh Gott, nein. Könnt ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Natürlich. Ah, nicht nur so ein Spalt. Mach die richtig wieder auf. Junge, ey, was stimmt nicht mit denen? Geh doch einfach mit denen mit. Du hast doch gerade selber gesagt, okay, ja, ich bin nicht müde. Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Oh Gott. Alter, dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Kamera, geiles Miststück. So, Mr. Morello, was ist hier los? Mr. Morello, guten Abend. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Morello ist doch der von dem, Ach, guck mal, Dumet hat an Morello diesen Buchautoren geschrieben, von denen wir das eine Buch gefunden haben mit Mark. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes-Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, aber, da wir noch letzte Hand anlegen müssen und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit ihren Kenntnissen von der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt, sodass ich die Einladung auf 4 Freunde oder Familienmitglieder Ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass diese Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen, wird eine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke an der Ecke blablabla abholen. Ich bin sicher, Sie werden diese Erfahrung sehr interessant finden mit Freunden. Hallo Grantham! Danke, ich würde gerne mitkommen. Ich bin sicher, dass ich meine Frau und meine beiden Töchter dazu bringen kann, mich zu begleiten. Mein Bruder Francis ist zurzeit in der Stadt, also sind wir zu 5. Ich vertraue Ihnen allen, achso, mit meinem Leben, also keine Sorge wegen der Vertraulichkeit. Bis Freitag, Joe! Ist der auch tot? Kurze Frage von mir. Frage an die Redaktion. Lebt dieser Mensch noch? Wieso bist denn du jetzt hier eine Runde rumgerannt? Ich wollte eine Runde rumgehen, blöde Kuh. Dumme Schlampe. Nein, Quatsch. Spaß. So, wir können hier wahrscheinlich die Treppe runter. Ich gehe trotzdem nochmal hier an die Tür Lunchi-Lunchi machen. Okay. Siehst du, ich habe mir hier unten die Uhr nicht, also die Zeit hier nicht gemerkt. Das können wir gleich nochmal machen. 0180. War das schon von Anfang an? Die 0180? Im Foyer? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. So, Licht wieder an. Was soll denn das? Hallo! Was ist hier passiert? Ich? Keine Ahnung. Woher soll er das denn wissen? Die waren ja alle zusammen. Oh Leute, weiter geht's. Nächstes Bild. Oh. Oh. Das ist aber nicht schön. Aha. Also Charlie, halte dich von Haken fern. Toll. Richtig toll. Was liegt hier? Moment mal, es wurde immer noch nicht aufgeklärt, was wir mit diesen scheiß Münzen machen können.
Ich habe Dumets Visitenkarte gefunden. Ja, dreh wieder zurück. Okay. 2 von 5. Juhu! Ich will mich erst im Foyer nochmal richtig umsehen, bevor wir in einen neuen Raum gehen. Wir müssen ja erstmal checken, was wir machen. Die Tür ist zu. Ich frag mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo Dumet ist. Welcher Hausmeister? Wieso hockst du vor unserem eigenen Equipment? Moment, können wir... Oh mein Gott, was? Können wir gucken? Ich hab gar nicht gesagt. Bist du dumm oder was? Rachel Davis, Lee, Louis Lee, Thomas. Die Morellos! Da sind sie! Und danach sind wir... Oh mein Gott, die Morellos, die waren... bis gestern noch hier! Und das sind wir. Hat sich gereimt. Was? Wieso hat sie denn jetzt so dieses... Was? Was ist los? Gemacht. Verstehe ich nicht. So. Deadass. Was? Ach, Moment. Oh, gut, dass du dich da hinhockst. Her damit. Mörderburg-Foyer in langsamer Schwenk durch das Foyer etablieren der Atmosphäre. Lieber 360 Grad. Eine Reihe von Überblendungen zwischen... Ach, das ist so eine Szenenanleitung, hä? Huh? So ein Skript. Wichtigen Exponatendetail an der Rezeption enden. Eine Hand kommt ins Bild und drückt auf die Klingel. Für ein Intro ist das hier absoluter Müll. Ich sehe Kritik, aber keine besseren Vorschläge. Hä, Moment. Das ist was Geschriebenes. Dann wird mit Rot daneben geschrieben, was alles scheiße ist. Und das Blaue ist nochmal eine Reaktion darauf. Das ist aber schön. Kate, klingt das okay für dich? In die Kamera. Das World's Fair Hotel war kein gewöhnliches Hotel. Die Flure in Blut getränkt, das Bettzeug mit Tränen von Müttern gewaschen. Ein Zimmer kostete einen das Leben. Und der Besitzer war ein Lügner, Betrüger und vermutlich Amerikas fleißigster Serienmörder. Ein paar Bilder über diese Zeilen legen? FX von Schreien und Schluchzen? Kate dreht sich von der Rezeption weg und verlässt das Bild. Cut to! Auf, also Cut to, also Schnitt zu. Kate... Ach, guck mal, da hat die mit Rot wurde da hingeschrieben, dass man da das unterlegt mit ein paar schönen Bildern. Okay. Auf Kate langsame Fahrt zurück, als sie durch das Foyer geht. Kate, wie wir bereits gesehen haben, endete dieser Blutrausch im Gerichtsgebäude von Philadelphia, wo H.H. Holmes das gleiche Urteil erhielt, das er so vielen anderen auferlegt hatte, den Tod. Und 1895 wurde sein Hotel oder seine Mörderburg, wie es genannt wurde, bei einer mutmaßlichen Brandstiftung zerstört. Bevor das Gebäude selbst 1938 abgerissen wurde und damit ein weiterer Teil von Holmes grausamer Geschichte verblasste. Zumindest dachte man das. Und dann versteht unser Publikum verblasste, versteht unsere Crew verblasste. Dieses Rot dazu geschriebene könnte doch glatt irgendwie vom Killer oder so sein, ne? Das Blaue ist vielleicht tatsächlich von Charlie oder so. Naja, Kate hält inne, Kamera fährt wieder zurück, zeigt den Bereich hinter ihr. Kate. Drehort wird noch festgelegt. Es mag wirken, als wäre ich in die gefährlichen Tage von 1893 zurückgekehrt, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mich wohlbehalten im heutigen Illinois befinde, wo ein Team von talentierten Produktionsdesignern einen unglaublichen Nachbau entwarf. In einem Nachbau des berüchtigten Gebäudes, in dem der bekannte Unternehmer des H.H. Holmes-Experte Grantham Dumet... Und dann geht's nicht weiter. Kate, man kann fast die verzweifelten Schreie der bedauernswerten Gäste hören, die hier gefangen und dazu verdammt sind, Holmes nächstes Opfer zu werden. Also machen wir eine kleine Zeitreise und schauen, ob wir nicht ein paar makabere Geheimnisse aufdecken können, die hier schlummern. Nutzen wir diese seltene Gelegenheit dafür. Achso, das sind so Einschübe, die man da besser nutzen kann. Also hier nicht quasi, wir machen eine Zeitreise, sondern nutzen wir diese seltene Gelegenheit. Okay. Kate verlässt das Bild. Schreie. Ich glaube, Erin kann das. Oh Gott, das ist so ein Einwurf in Rot. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Anwalt dabei haben will, wenn sie einen Asthmaanfall bekommt. Okay, das ist ein bisschen komisch. Wer hat das geschrieben? Weil das Blaue und... Also... Oh. Oh. Jamie. Hier drüben. Ja, komm mal ganz schnell her, Jamie. What is this? What okay. Is it? Ja. Blood. Verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Was? What the fuck, Alter? Sag mal, was ist das, ey? Die sind in so einem Hotel. Alle weg. Die sind da alleine. Mörder nachgestellt. Tralala. Die gucken. So ein Gang voll mit Blut. Was ist das? Das ist nur Blut. Komm mal runter, Jamie, ja?
So, Wetze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Alter! Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Ja, ja, und das genau. Das ist für dich kein Grund zur Sorge. Tja, es ist etwas schräg. Nein! Schräg! Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat Dumet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Genau. Genau. Vielleicht unser Abendessen. Ja, ja, genau, das Abendessen. Das hat ja ganz doll geblutet. Und nicht wir, die bald willkommen bluten werden wie die Schweine. Zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Dumet? Yay! Was? Also ist er nicht weg. Das ist eine Bandansage, du Schwachmat. Jamie, bist du noch hinter mir? Ansonsten fühle ich mich so alleine. Jamie? Ach Gott sei Dank, Jamie kommt mit. Währenddessen gibt die Koloratursopranistin im Hintergrund ihr Bestes. Da gehen wir jetzt nicht hin. Was ist denn hier? Wir gehen grundsätzlich weg vom Geschehen. Aha. Genau aus diesem Grund. Was ist das? Ich lernte Agent Monday am 12. Oktober 1997 am Flughafen O'Hare kennen. Ich hatte den Auftrag, ihn dort abzuholen. Ich war ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand, aber sicher hat er sich nicht an mich erinnert. Ich war ziemlich nervös, unerfahren wie ich war. Ich hatte gerade erst meine Ausbildung beendet und jetzt sollte ich für diesen berühmten Profiler den Chauffeur spielen, der gerade den Fall in Arkansas gelöst hatte. Sämtliche Zeitungen waren voll davon. Mein erster Eindruck war, dass er... Mhm. Also ist, vielleicht sind wir hier gerade in den Fängen von diesem... Nachahmer, sage ich jetzt mal, weil der Typ, der hier die ganze Zeit die Interviews gibt, ist ja auch anscheinend ein Serienmörder, der das so diesen Holmes sich als Vorbild genommen hat. Okay, das ist etwas, das wir nur auf dem Rückweg sehen können, ne? Aber eine Münze, okay. Ich habe zwar keine Ahnung, aber die zählte für zwei. Finde ich gut. Jamie, kommst du noch mit? Ne. Jumpscare? Doch nicht. Die Geräusche sind ja richtig toll. Ah, wundervoll. Hä, Moment, ist das eine echte Hand? Und da denken die jetzt nicht so, ja, pff. Die Morellos sind das bestimmt. Oh, ich wüsste, woher das ist. Also es ist auf jeden Fall eine italienische Oper, aber... Es kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich weiß es nicht genau. Wieso ist denn die Tür hier? Achso.
Aber das ist doch eine Hand, oder nicht? Ich will es gar nicht wissen. Komm, wir gehen immer aus Klingen des Taktes raus. So, komm, Jamie. Hörst du das? Mein Herz! Fuck! Hilfe! Bitte! Bitte! Sind Sie... Was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Ja, super! Was ist das? Das ist eine Druckwelle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Ach, Leute. Hallo. Oh, und durch das Fenster kann der Typ aber Ina stechen. Hilfe! Bitte! Hilfe! Oh, shit. Hilfe! Warte mal, wir hatten aber keine Todsequenz mit Charlie. Wir hatten eine, mit wo er einen Haken eingespießt kriegt. Aber wir hatten keine. Oh Gott, was ist denn, wenn ich mich jetzt entscheiden muss? Entweder der Typ wird aufgespießt. Oder wir. Aber wir wissen ja, dass der, also der, der jetzt links vor uns steht, das ist ja anscheinend wirklich ein Mensch. Wer sagt uns denn, dass der andere keine Puppe ist? Scheiße. Ich glaube, wir müssen jetzt entscheiden. Jamie? Oh Gott, ich weiß es nicht, Leute. Ich probier's. Wir bleiben. Oh Gott. Ja! Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hör auf Druck fallen zu treten. Komm schon. Verdammt. Wie schnell hat der den denn jetzt weggenommen? Was habe ich getan? Wir müssen hier weg. Jetzt. Charlie. Huh? Weg hier. Zum Glück geht die Tür wieder auf. Aaron hatte nicht so viel Glück, gell? Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Verarschst du mich? Nein. Wir sitzen fest. Himmel. Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Okay. Und Panik! Eins, zwei, drei. Ja. Wow, das hat ja richtig gut geklappt. Hörst du das? Ja. Was ist hier los? Tja, das kann euch wahrscheinlich niemand seriös beantworten, aber Leute, Antworten bekommen wir dann wahrscheinlich erst im nächsten Part. Wir haben schon wieder knapp eine halbe Stunde und ich denke, wir haben hier einen guten Cut. Es ist einiges passiert. Ich wusste jetzt nicht wegen dieser Entscheidung. Ich habe mir so gedacht, hey, der Typ hat Aaron auch nicht getötet beim ersten Mal. Aber man weiß es halt nicht, ne? Vielleicht testet er uns erstmal so ein bisschen und kitzelt uns so ein bisschen an. Aber ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein bisschen Pokern, muss man schon sagen. Es ist Poker. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.